magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich habe ein Ei gefunden, Stein. Und gleich werden wir noch viel mehr finden, Jon. Okay, mach sie an, Jon. Wow, ein endloser Vorrat an Ostereiern. Mal sehen, was drin ist. Es ist wohl nicht alles toll, was drin ist. Mach weiter, Jon. Das ist schon besser. Keine Eier mehr im Park. Mal sehen, ob wir in der Stadt noch mehr finden können. Verwandle dich in einen Suchhund, Morphin. Die Müllhalde? Bist du sicher, Morphin? Teekanne? Ich frage mich, ob es noch mehr gibt. Was ist denn hier los? Oh oh, hier, fang! Bereiten wir Ihnen eine Überraschung, Jon. Eiscreme! Das war enttäuschend. Wie wär's mit dem? Verwandle dich in eine Rakete. Verwandle dich in einen Tiger. Ha, Banditen! Halt, stopp, stehen bleiben! Ups. Und ihr kommt ins Gefängnis. Ah. Oh. Guck mal, Morphin, das ist ein Osterei. Wow, Morphin auch mein. Morphin auch mein. Ja, verwandle dich in einen Pinsel. Morphin will großes Ei bemalen. Ich bin ziemlich sicher, dass Dinosaurier echt große Eier hatten. Dinosaurier! Ja, das ist eine tolle Idee. Lass uns ein paar Dinosaurier-Eier bemalen. Wow! Triceratops! Und er hat ein Ei. Hallo, Triceratops. Können wir dein Ei bemalen? Thank you.
dein Ei auch bemalen? Zu malen, Morphle. Ja! Dinosaurier, glücklich! Ja! Tschüss! Guck mal, Morphle. Kein Triceratops, sondern ein Pterodactylus, Baby. Tausch die Eier aus! Keine Sorge. Morphle und ich werden dir dein Baby zurückbringen. Ja! Verwandle dich in einen Hubschrauber. Guck mal, Morphle. Tut mir leid, Pterodactylus. Wir haben die Eier vertauscht. Hier ist dein Baby. Ups. Hier hast du dein eigenes Baby zurück. Baby. Ja, komm, wir bringen es zu seiner Mutter zurück. Oh. Und gerade richtig. Guck mal, wir reisen zurück in unsere Zeit. Tschüss. Seid ihr ja. Scheint, als hätte euch der Osterhase ein Geschenk hinterlassen. Wow. Bist du bereit, noch mehr zu malen? Ja! Ja, weitermalen. Ja, Mila, das ist ein Krokodilei. Huch! Tut mir leid, Morphle. Ich weiß nicht, wo wir sonst noch nach Eiern suchen können. Ah, Kenneth, genau dich brauche ich. Ich verhafte einen Hasen für Vermüllung. Er hat überall in der Stadt Eier fallen lassen. Aber ehrlich, wie füttere ich ihn? Nun, ein paar Möhren sollten reichen. Lass uns das ansehen, Morphle. Es ist der Osterhase. Beamter Freeze, du hast den Osterhasen verhaftet. Du musst ihn freilassen. Das geht nicht, Mila. Dieser Hase ist ein schwerer Umweltverschmutzer. Er hinterlässt überall Müll in dieser Stadt. Und das ist ein Verbrechen. Aber... Hey, Bunny gibt uns Rucksack. Du willst
willst, dass wir diese Ostereier für dich verstecken, weil du es nicht kannst? Du kannst auf uns zählen. Verwandel dich in einen Hubschrauber, Morphle. Mehr Eier? Moment mal, Mila. Ich bin sehr enttäuscht von euch beiden. Ihr hinterlasst überall Müll. Ihr wisst, dass Vermüllung ein Verbrechen ist. Aber wir vermüllen nichts. Das sind Ostereier. Sie werden nicht liegen bleiben, weil Kinder von überall aus der Stadt sie aufsammeln werden. Es. Ja, die sind ziemlich gut eigentlich. Kann ich noch eins haben? Nur wenn du es zuerst findest. Es tut mir leid, dass ich dich verhaftet habe. Ich hatte nicht verstanden, dass du magische Eier für alle hinterlässt. Die Legende besagt, dass oben auf dem hohen Berggipfel ein schreckliches Monster lebt. Wenn es hungrig ist, kommt es runter in diesen Wald und sucht nach Kindern, damit es sie fressen kann. Das war eine lustige Gruselgeschichte, oder? Verwandle dich in einen riesigen Roboter. Ich habe keine Angst vor dem Monster. Morphle wird mich beschützen. Ha! Ich glaube nicht, dass das Monster überhaupt echt ist. Ja, das war nur eine Geschichte. Warum gehen wir nicht hin und finden es heraus? Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber. Okay, aber ich bin mir sicher, dass wir nichts finden werden. Sicher, dass wir da drin keine Monster finden werden. Da kommt eine Kreatur raus. Haha, siehst du? Es war nur ein Vogel. Hier gibt es keine Monster. Ein Monster? Es ist echt. Hey, das ist kein Monster. Das ist unser Freund der Bergriese. Er ist nicht gruselig. Nein, er ist ein super liebes Wesen. So, Kinder, habt ihr das Monster gefunden? Ja, haben wir. Ja, und es war richtig freundlich. Aha, aha, und wir haben den ganzen Tag gespielt. Natürlich habt ihr das. Natürlich habt ihr das. Oh nein. Was ist passiert? Mein Bus ist kaputt gegangen. Wie soll ich all die Leute heute nur zur Arbeit bringen? Aber ich muss zur Polizeiwache. Die brauchen mich dort. Psst, psst, psst.
Oh nein! Ich muss in den Zoo. Wer füttert sonst die Tiere? Und ich muss zu meiner Eiswagen. Ohne mich gibt es keine Eis. Morphle, verwandle dich in einen Bus. Dann können wir den Leuten helfen. Ja, wir bringen sie jetzt zur Arbeit. Oh nein! Morphle, spring! Wir müssen der Frau auf der Straße ausweichen. Danke, Mila und Morphle! Danke und tschüss. Sehr gerne, Polizist Freeze. Jetzt müssen wir nur noch den Eisverkäufer zu seinem Eiswagen zurückbringen. Wow, was ist los? Oh nein, jetzt komme ich nie zu meinem Eiswagen. Versuch mal, aus dem Strahl rauszukommen. Morphle, pack Raketen an den Bus. Bellissimo! Du hast uns gerettet, Morphle. Ja, wir haben es geschafft, Morphle. Alle sind rechtzeitig zur Arbeit gekommen. Wir kommen zu spät zur Schule. Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist... Du musst so groß sein, um mitzufahren. Vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Yay! Yay! Wuhu! Ja! Hui! Ah! Wie war's? Es war mega toll. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphle. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphle. Tut mir leid, Miss. Aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut. Aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh,
tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen. Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsen sein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Leute, wie bestellt, ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Roy. Ja, das hast du. Ich habe gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte. Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphel. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Morphel, guck mal. Mila macht Chaos. Morphel, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphel. Verwandle einen Magneten. Lass uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, da, viele Milas. Kaufen. Okay. Wir brauchen die Fernbedienung, Morphel. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphel. Morphel, Morphel, Morphel. Schnappt ihn! Wo willst du hin, kleiner Roboter? Was zur? Alle Roboter, fangt die Banditen. Nein!
Nein, nein, nein. Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter. Nein, 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 Morphel, Morphel, Eiscreme, von die Eiscreme, Morphel, denn. Schnell, wirf ihn zurück. Willst du nicht fangen spielen, Morphel? Morphel will nicht fangen spielen. Okay, willst du lieber etwas zeichnen? Morphel will nicht zeichnen. Was willst du denn dann machen? Willst du vielleicht Verstecken spielen? Vielleicht. Okay, fang an zu zählen. Nein. Morphel, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphel mag Geschichte nicht. Wow. Dir passt heute ja gar nichts, Morphel. Sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das heitert dich immer auf. Schneller. Hä? Morphel, pass auf! Lass uns eine Sandburg bauen, Morphel. Hä? Wo willst du hin, Morphel? Fertig. Lass uns woanders hin. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphel. Hey, Morphel, das ist nicht nett von dir. Popcorn, leckeres Popcorn. Du bist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow, Morphel, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein, Morphel wollte nicht Frühstück. Morphel wollte spielen. Ach so, darum warst du heute also so schlecht drauf. Du hast noch nichts gegessen. Oh. Also, Morphel, hau rein. Fühlst du dich jetzt besser nach dem Essen? Ja, jetzt Morphel glücklich. Ich brauche eine Pause. Du kannst nie mit Morphel und mir mithalten. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr mit den Kindern mithalten. Naja. Einer von mir kann's nicht. Aber ich wette, mehr von mir könnten das. Hi, Papa. Hey, ich hab mich etwas ausgeruht und jetzt fühle ich mich viel schneller. Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen zum Stadtplatz? Echt jetzt? Klar.
verwandle dich in ein Rennauto. Niemand ist schneller als Morphle. Alberner Papa. Gewonnen. Nein, habt ihr nicht. Ich bin schon eine Weile hier. Wow! Was? Wie hast du das gemacht? Ich fühle mich viel schneller. Versuchen wir es doch nochmal. Machen wir ein Wettrennen zum höchsten Baum außerhalb der Stadt. Aber das ist so weit weg. Wollt ihr nicht mehr mit mir um die Wette laufen? Doch, na klar. Okay, los geht's. Ihr seid da. Super. Ihr wart schneller, als ich dachte. Was ist hier los? Machen wir ein Wettrennen zur Baumspitze. Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Träumen wir, Morphle? Morphle weiß nicht. Machen wir ein letztes Wettrennen nach Hause. Ich werde etwas müde. Diesmal müssen wir gewinnen, Morphle. Ja! Auf die Plätze. Fertig. Los! Morphle, verwandle dich in eine Rakete. Wir müssen noch schneller sein, Morphle. Morphle, versucht! Morphle, zu müde. Ist alles okay? Ja! Yeah. So, was haben wir denn hier? Morphle ist zu müde, um uns aufzuhalten, Stein. Gebt ihn zurück. Ich glaube nicht. Tschüss. Was glauben Sie, was Sie da tun? Oh! Was? Wow! Was ist hier los? Geben Sie ihn zurück. Natürlich. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Danke, Papa. Aber es gibt so viele von dir. Ich wollte euch einen Streich spielen. Und Doppler hat mir geholfen und mich 5-mal verdoppelt. Ich habe euch endlich eingeholt. Ihr wart so schnell. Hallo, Herr Bürgermeister. Guten Tag. Ich habe ein Problem, bei dem Sie mir hoffentlich helfen können. Oh, was ist es? Na, dieser Stadtteil hat viele Pflanzen und Bäume, nicht? Ja, aber der Rest der Stadt könnte mehr gebrauchen. Könnte eins Ihrer magischen Haustiere vielleicht dabei helfen, Bäume aus dem Wald in die Stadt zu bringen? Aha. Mit Animis Hilfe könnten die Bäume selbst in die Stadt laufen. Oh, super. Jetzt kommt es auf dich an, Animi. All diese Bäume müssen in die Stadt. Wow! Kannst du einen schönen Ort in der Stadt finden? Sie braucht mehr Bäume. Du siehst müde aus, Animi. Ist alles okay? Animi muss sich erst mal ausruhen, aber sobald sie ausgeruht ist, erwecken wir noch mehr Bäume zum Leben. Schaut doch mal, wie es den Bäumen in der Stadt geht. Okay. Nicht in meiner Stadt. Sie müssen woanders hin, Herr Baum.
Wow! Nicht hier! Ugh, jetzt kann ich nicht zurück nach drinnen. Was? Oh nein! Jetzt kann ich nicht weiterbauen. Oh, no, nicht schon wieder. Hi, Herr Bürgermeister. Ach, da seid ihr ja. Die Baumidee funktioniert einfach nicht. Oh, oh, wie können wir helfen? Könnt ihr all die Bäume zurückbringen? Na klar. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Sag deinem Papa, er soll aufhören, Bäume zum Leben zu erwecken. Animi, hör auf, Bäume zum Leben zu erwecken. Was ist los, Mila? Die Bäume machen alle möglichen Probleme in der Stadt. Ups, dann hören wir auf. Nicht in meiner Stadt. Danke, Mila und Morphe. Danke, Morphe. Jetzt komme ich endlich wieder rein. Was? Wo sind die Bäume hin? Ich glaube, das war der letzte. Ja! Wir haben alle Bäume zurückgebracht, Herr Bürgermeister. Wow! Oh, oh. Wir bringen ihn zurück. Keine Sorge, der kann bleiben. Guck mal, Morphe. Überall sind Dinos. Wow! Ah, Mila und Morphe, wie findet ihr unseren neuen Dinosaurierpark? Dinosaurierpark? Ja, Professor Rashid und ich haben diese Dinosaurier in unsere Zeit gebracht. Denn jeder mag Dinosaurier. Nicht wahr, Kleiner? Ja, klar. Ist das nicht gefährlich? Quatsch. Die sind harmlos. Die fressen keine Menschen. Das ist gut. Dieser Tyrannosaurus Rex allerdings... Das scheint mir nicht sehr sicher. Keine Angst, das ist der sicherste Käfig der Welt. Fass bloß diesen Hebel nicht an. Damit bedient man die Tür, siehst du? Hm? Der Hebel klemmt. Rette sich, wer kann! Schnell, Morphe, verwandle dich auch in einen T-Rex. Zurück in die Vergangenheit. Mila, zwei Dinos sind in die Stadt entkommen. Wenn du sie hierher bringst, kann ich sie auch zurückschicken. Okay, los, Morphe. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Bitte hör auf damit. Das ist kein Baum. Er ist bestimmt hungrig. Ich glaube, wir können ihn mit etwas Essen anlocken. Verwandle dich in einen Roboter.
Morphel. Draußen passiert irgendetwas. Geh weiter, Kumpel. Oh, oh. Er ist stark, aber nicht so stark wie du, Morphel. Verwandle dich in einen Bagger. Nimm ihn auf die Schaufel, Morphel. Danke, Mila und Morphel. Ohne euch säßen wir jetzt echt in der Patsche. Tolle Arbeit. Aber was machen wir jetzt mit dem Park? Ohne Dinos wirkt er etwas langweilig. Nun, wie wäre es mit einem Picknick? Ja, ein Picknick. Mit Dinos. Danke, dass ihr uns gefahren habt, Mila und Morphel. Jetzt kann ich den Bergriesen durch die Stadt führen. Kein Problem, Papa. Viel Spaß dabei. Los, Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Hier, setz das auf. Dann wird keiner merken, dass du ein Bergriese bist. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Hab keine Angst. Halt! Komm zurück! Oh, nicht in meiner Stadt. Was ist hier passiert? Das hat ein riesiger Kerl gemacht. Ein Riesenkerl mit Brille und Schnurrbart. Das klingt nach Milas Vater. Ich kümmere mich drum. Moment mal, warum werde ich festgenommen? Sie haben meine Stadt kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie, aber Sie sind schuld. Mila, Morphel, schaut bitte nach dem Bergriesen. Ich glaube, er hat große Angst. Und holt mich bitte hier raus. In Ordnung, machen wir. Ich bin sicher, wenn wir dem Weg der Zerstörung folgen, finden wir den Bergriesen. Verwandle dich in ein Rennauto, Morphel. Die Spur endet hier. Er muss also irgendwo in der Nähe sein. Hier sind Sie also, Herr Bergriese. Ist alles in Ordnung? Gut, aber Sie müssen uns jetzt helfen. Papa ist im Gefängnis, weil Sie alles durcheinander gebracht haben. Helfen Sie uns, die Stadt aufzuräumen? Prima, also los. Hm.
Hua, Monster! Nein, Polizist Freeze. Das ist Papas Freund, der Bergriese. Er ist derjenige, der so viel Chaos angerichtet hat. Es tut ihm sehr leid, aber er hat alles wieder so aufgestellt, wie es vorher war. Okay, gut, in Ordnung. Ich kann Sie sowieso nicht ins Gefängnis stecken. Sie sind viel zu groß. Wirklich? Na gut. Und Sie dürfen auch gehen. Vielen Dank, Herr Polizist. Vielen Dank, dass Sie zurückgekommen sind und meinen Ruf gerettet haben, Herr Bergriese. Das war sehr mutig von Ihnen. Der Zoo macht echt Spaß. Aber ich brauche eine kurze Pause. Warum spielt ihr nicht ein bisschen mit dem Ball? Ich bin ausgeruht. Machen wir weiter. Warum rennt ihr frei im Zoo herum? Tiere, kommt zurück! Die Stadt ist nicht sicher! Was ist los, Zoowärter Kenneth? Vier Tiere sind beim Ballspielen in die Stadt gerannt. Upsi! Keine Sorge, wir werden die Tiere zurückbringen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Ich wusste nicht, dass es eine Parade gibt. Hört auf, Tiere! Tiere, hör nicht auf! Sie glauben, dass es ein Spiel ist, aber sie hören bestimmt auf, wenn wir ihnen den Ball wegnehmen. Morphle hat Ball! Fast! Was ist hier los? Tut uns leid, Herr Wanderbus. Mila und Morphle, hätte ich mir denken können. Das ist unsere Chance. Verwandle dich in eine Rakete. Ihr müsst aufhören zu spielen, Tiere. Ihr könnt nicht einfach überall spielen. Aber ihr könnt an einem sicheren Ort Ball spielen. Oh, da seid ihr ja. Habt ihr die Tiere aufgehalten? Wir konnten sie nicht vom Ballspielen abhalten, aber wir haben sie in Sicherheit gebracht. Das ist toll. Danke, Mila und Morphle. Komm, wir lesen ein Märchen, Morphle. Ja, Märchen. Okay. Es war einmal, da liefen Mila und Morphle durch einen Wald. Und in diesem Wald sahen sie ein Haus, ganz aus Süßigkeiten. Wow. Sie waren sehr hungrig und wollten das Haus essen. Oh nein, was passiert mit mir? Mila, Riese!
Ich will nicht so groß sein. Komm, wir suchen ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Ja! Ein Drache. Hey, Mila und Morphe, was macht ihr? Ich wurde in eine Riesin verwandelt und jetzt suchen wir ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Das ist ja toll. Troy, der Drache, wird euch helfen. Der Drache hilft Ihnen? Das ist ein bescheuertes Märchen. Wisst ihr, ich habe gehört, man kann alles in dem Schloss da drüben heilen. Super, lasst uns dorthin gehen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich bin ein Pirat. Wow. Es gibt eine Belohnung für Riesen. Oh nein! Ich beschütze dich, Riesin Mila. Wow. Morphe, wir helfen. Morphe Roboter. Oh nein, meine Kanone. Ich muss fliehen. Oh nein, das wirst du nicht. Wir haben dich aufgehalten, Pirat April. Oh nein. Was? Das war viel zu leicht. Was euer Märchen braucht, ist ein böser Zauberer. Nur wenn ihr mich besiegt, kann Mila wieder klein werden. Oh nein, es ist der böse Zauberer. Ihr werdet mich nie besiegen. Das werden wir sehen. Das schicke ich einfach zurück. Aua, das tut weh. Ich werde ihn aufhalten. Du kannst nicht fliegen, wenn dein Ballon ein Loch hat. Wow. Roboter, greif Zauberer an! Ich zaubere ein Portal, damit du nicht an mich rankommst! Ah. Oh. Oh nein! Wie können wir den bösen Zauberer aufhalten? Möchte irgendjemand einen Keks? Kekse! Sehr, sehr gerne. Danke. Oh, ich habe eine Idee. Der böse Zauberer kann keine Zaubersprüche sagen, wenn sein Mund voll ist. Mila, die Riesin, greift den bösen Zauberer, damit er nicht entkommen kann. Ich schieße mit meiner Kanone auf ihn. Ja, und ich benutze mein Feuer. Morphel, Lichtstrahl! Wartet! Welches Märchen kommt als nächstes? Oh nein! Guck mal, John. Alle sind so glücklich an Weihnachten. Ja, wir kriegen dieses Jahr wahrscheinlich nur wieder Kohle. Warte mal. Wir kriegen zu Weihnachten immer Kohle, weil wir die Bösen sind. Also, lass uns die Guten sein. Nur für heute. So muss der Weihnachtsmann uns Geschenke geben, nicht wahr? Du meinst, wir kriegen dieses Jahr Geschenke, wenn wir nett sind? Ja, lass uns anfangen. Alles klar, verjagen wir sie. Oh. Mila und Morphel, erschreckt mich nicht so. Danke, dass ihr mir an der Straße geholfen habt, Banditen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mila und Morphel, versucht nicht zu viele Leute zu erschrecken. Banditen? Was macht ihr da?
Dieses Weihnachten sind wir gute Banditen, weil nur gute Menschen gute Geschenke vom Weihnachtsmann kriegen. Statt der Kohle. Was für eine tolle Idee. Wir werden euch helfen. Na, ist das kein Weihnachtswunder? Vielen Dank für eure Hilfe mit dem Weihnachtsbaum, Banditen. Ich gehe mal jemanden verheiraten. Danke nochmal, Banditen. Nein, wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister. Der Baum sieht super aus. Das habt ihr toll gemacht, Banditen. Vielen Dank. Können wir dir mit irgendetwas helfen? Es könnte Hilfe gebrauchen, diese Zuckerstang zu verteilen. Das können wir machen, ja. Und ab. Und ein paar für uns. Oh, Leckerstein. Ich hab gehört, der Weihnachtsmann verteilt beim großen Weihnachtsbaum Geschenke. Oh, los geht's, Stein. Danke, Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten, Sarah. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, wir sind jetzt gute Banditen. Genau. Hast du Geschenke für uns? Natürlich. Hier, bitte, Banditen. Das muss ein Fehler sein. Wir waren dieses Weihnachten gute Banditen. Seid ihr sicher? Gute Menschen klauen nicht. Oh nein. Ach komm schon, wir haben es wirklich versucht. Wir wollten dieses Jahr so gerne schöne Geschenke. Ja, nicht schon wieder Kohle. Bitte, wir würden alles tun. Alles? Na gut, wenn ihr alles, was ihr geklaut habt, zurückgebt, kriegt ihr von Morphle und mir ein Geschenk. Wirklich? Na gut. Gegeben habt, könnt ihr unsere Zuckerstangen als Geschenk haben? Ah, das ist das erste Mal, dass wir gute Geschenke an Weihnachten bekommen haben. Ist das nicht schön? Na, es ist besser als Kohle. Frohe Weihnachten, Jon. Frohe Weihnachten, Stein. Ja.